Im Keller des Stadtarchivs in Neubrandenburg herrschen für die Archivalien perfekte klimatische Bedingungen. Die sind wichtig, um die Haltbarkeit der Dokumente und Aufzeichnungen zu gewährleisten. Über 3000 Meter lagern in den modernen elektronischen Magazinen. Eleonore Wolf, die Leiterin des Stadtarchivs, verliert hier zwischen unzähligen Pappschachteln nicht den Überblick. Sie sieht eine andere Herausforderung für die Zukunft auf die Archivare zukommen. Wir haben ja Dokumente als analog vorliegen und legen die Digitalisate vor, um die analogen zu schützen. Aber es gibt auch Quellen, die nur noch digital vorliegen. Und da die Benutzbarkeit zu gewährleisten in der Zukunft, das ist so ein bisschen die Herausforderung, der man sich aktuell stellen muss. Zeitungen, Fotos oder alte Baupläne werden hier in holzfreien Schachteln oder speziellen Folien aufbewahrt, um sie auf unbestimmte Zeit der Nachwelt zugänglich zu machen. Im sogenannten Studierbereich kann jeder, der möchte, ob aus privatem oder beruflichem Interesse, gegen ein Entgelt Einblicke in Dokumente vornehmen. Das Interesse ist sehr breit gefächert. Die Leute schauen sich alte Zeitungen an oder wollen Fotos angucken aus bestimmten Stadtgebieten. Wir haben die Eheurkunden, wir haben Geburtsurkunden, Sterbeurkunden. Solche Sachen sind sehr, sehr viel angefragt. Verloren gegangene Zeugnisse. Wir haben 80.000 Zeugnisse hier bei uns, also 80.000 Facharbeiterzeugnisse, aber auch Schulzeugnisse, die haben wir noch nicht gezählt. Also wenn man den Abschluss verloren hat an irgendeiner Stelle, dann kann man gerne ins Archiv kommen und dann hier für 9 € da eine beglaubigte Kopie bekommen. Das sind so Dinge, die sind sehr, sehr häufig angefragt. Zum 40-jährigen Bestehen des Stadtarchivs gibt es jetzt eine besondere Ausstellung zu bestaunen. Archivierte Visionen heißt sie und ist in den Gängen des Stadtarchivs ausgestellt. Passend in diesem Jahr zum 775. Geburtstag der Stadt Neubrandenburg. Diese Ausstellung ist natürlich ein Geschenk an die Stadt Neubrandenburg zum Geburtstag. Und das Besondere sehen wir zumindest so, dass wir das erste Mal hier Pläne zeigen, die so noch nie sichtbar waren, zumindest nicht aus unserem Bestand. Ich denke mir, Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger, die früher mal alte Modelle sich angeguckt haben, erinnern vielleicht noch. Aber wir wollen ja nicht nur, ich sag mal, die Erlebnisgeneration hier als Gäste begrüßen, sondern auch die Jüngeren, die sich hier einfach mal anschauen sollten, wie kaputt diese Stadt war, wie die Bedingungen waren nach dem Krieg, was bebaut werden musste. Und welche Ideen man hatte, diese Innenstadt neu zu gestalten. Die archivierten Visionen sind noch bis September 2023 im Stadtarchiv Neubrandenburg zu sehen. Für all diejenigen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren, ist sie auf jeden Fall einen Besuch wert.